So, liebes Publikum, herzlich willkommen an diesem schönen oder noch schönen, ich glaube, es fängt dann zum Regnen an, zu dieser einstündigen Matinee. Wir haben ein strenges Zeitkorsett, ich sage es gleich, am Sonntagvormittag an diesem letzten Tag leider des Humanities Festival hier in Wien. Und begrüßen Sie gleich zusammen mit mir Philipp Blom, Historiker, Philosoph und Schriftsteller. Guten Morgen. Guten Morgen. Dass Philipp Blom die Themen Umbrüche, Zeitwandel und Zukunft schon länger am Herzen liegen und dass er sie sehr, sehr ernst nimmt, das beweisen nicht zuletzt einige seiner Bücher, die ja dem aktuellen, über das wir heute hauptsächlich reden werden, vorangegangen sind. Ich nenne hier auch aus Zeitgründen nur einige wenige Titel. Philipp Blom hat zum Beispiel das große Welttheater geschrieben, von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs. Es erschien 2020 und ist eine, man muss schon sagen, sehr bemerkenswerten oder auch fast berühmt gewordenen Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen 2018, also noch vor der Pandemie, nachgefolgt das Buch. Dann hat er geschrieben, was auf dem Spiel steht, passt auch gut zum heutigen Thema, nämlich Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit. Oder auch Die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit, von der ich zum Beispiel gar nichts wusste, zwischen 1570 und 1700. Da kommen auch wieder einige Thesen in diesem neuen, aktuellen Buch vor. Dieses neue Buch von Philipp Blom, Die Unterwerfung, es ist dieser Tage im Hansa Verlag erschienen. Mit diesem Buch hat Philipp Blom tatsächlich ein Buch der Stunde geschrieben, finde ich. In dieser Biografie der menschlichen Herrschaft über die Natur geht Philipp Blom allerdings sehr weit zurück und verknüpft als Historiker Welt- und Kunstgeschichte, Religions- und Philosophiegeschichte und er erklärt uns darin unter anderem, wie die christliche Philosophie mit diesem »Macht euch die Erde untertan« eben jenem Satz, den der Autor der Genetis dem Schöpfer in den Mund gelegt hat, die Unterwerfung der Natur zum schriftlichen Leitbild gemacht hat. Wie konnte es so weit kommen? Diese Frage steht immer wieder im Zentrum seiner Abhandlung über Kirchengeschichte, Aufklärung bis hin zum Digitalzeitalter. Und es ist lustig, wir haben vorher telefoniert und er hat gesagt, warum ich das Buch als so drastisch empfinde, aber ich finde, es ist drastisch, denn am Ende der Lektüre, und ich habe es jetzt schon vielleicht im Gegensatz zu manchen anderen hier schon gelesen, es bleibt eindeutig überhaupt kein Zweifel, dass dieser Ausdruck vor, diese geglückten Unterwerfungen, die wirklich unter Anführungszeichen stehen, eindeutig in Richtung Zerstörung zeigen. Und dass sich eigentlich vor unser aller Augen jetzt schon ständig eine Katastrophe vollzieht. Auf dem Planeten, und jetzt habe ich einen sehr plakativen Satz rausgesucht, auf dem sich die Menschheit aufgeführt hat wie eine Rockband in einer Hotelsuite. Der brillante Rhetoriker Philipp Blom macht uns verständlich und augenscheinlich, seit wie unendlich langer Zeit wir die Ausbeutung der Natur schon praktizieren und vor allem, und das ist das Entscheidende, vor Gott, der Welt und den Menschen legitimiert haben. Einen faustischen Irrsinn nennt er diese Vorstellung, dass der Mensch außerhalb und mehr noch über der Natur steht. Ja, der von uns allen, das muss ich jetzt schon so in den Raum stellen, unterworfene Planet ist damit mehr als überfordert. Ausbeutung aller Ressourcen, ich brauche Ihnen das, glaube ich, allen nicht lang erklären, aber ich mache es noch einmal. Der hohe Verbrauch fossiler Energien und Brennstoffe haben für Wohlstand und Wachstum gesorgt, aber vor allem auch für ein Wachstum von CO2-Ausstoß, Weltbevölkerung, Fleischproduktion, Fast Fashion, Plastikmüll, Rodungen, Bodenversiegelung, Waffenproduktion etc. 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 Unser Fortschrittsglaube, das ist, glaube ich, der zentrale Satz dieses Buchs, ich habe es hier mit, zerbricht jetzt also an der Wirklichkeit der Klimakatastrophe. Das sagt uns Philipp Blom sozusagen auf vielen Seiten dieses Buches mit Nachdruck.
und beschreibt neben der langen Vorgeschichte eben auch die Konsequenzen, die wir nicht mehr länger leugnen können und dürfen. Bleibt jetzt tatsächlich die ein bisschen schwindelig machende, nicht nur ein bisschen, sondern ganz sicher schwindelig machende Frage, wie kommen wir da wieder raus? Und auch über das hoffentlich werden wir die nächste Stunde hier am Podium reden. Und ich schicke jetzt gleich voraus, es gibt nach jetzt ungefähr 35, 40 Minuten, also so 20 Minuten vor Ende, die Möglichkeit, dass Fragen aus dem Publikum kommen. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn diese Fragen kommen. So, das ist jetzt einmal mein Einstieg in unsere Fragerunde. Vorausgeschickt noch, bevor wir in das Buch einsteigen, Philipp Blom, Sie haben ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, eingangs schon mehrere Bücher geschrieben, die immer wieder dieses Thema angesprochen haben. Gab es bei Ihnen irgendeine Initialzündung oder irgendein Schlüsselerlebnis, warum Sie sich als Historiker sozusagen jetzt so nachhaltig mit dem Thema Klimakatastrophe, Naturzerstörung beschäftigen wollten oder warum Sie da vielleicht auch nicht auskonnten? Also erstmal guten Morgen allerseits. Wie schön, dass Sie es am Sonntag trotz allem geschafft haben, dass Sie hier sind. Und wie schön, dass es das Humanities Festival gibt. Das war eine echte Lehrstelle im intellektuellen Leben von Wien und ich finde es super, dass es das jetzt gibt. Danke Desi, danke viele andere, die sich darum gekümmert haben, dass wir hier sitzen können und dass wir über Ideen reden können, auch einfach im Kontext einer Zivilgesellschaft und im Kontext eines Sonntagmorgens und nicht nur im universitären Kontext. Aber zurück zur Frage, wann bin ich? Ich glaube, es war ein bisschen Bestürzung über meine eigene Blödheit, weil ich irgendwann mir bewusst geworden bin, vor 10 Jahren oder sowas, verdammt nochmal, diese Katastrophe vollzieht sich. Und ich habe das nie ernst genommen. Ich habe das irgendwie gewusst, dass da wohl was ist und hatte von all diesen Sachen schon gehört, aber ich habe nie durchdacht, was das heißt, wenn man jetzt sozusagen die Punkte verbindet und immer einen Schritt weiter denkt. Und naja, ich bin Historiker, aber ich bin insofern Historiker als auf Abwägen, als dass ich mich viel mit der Zukunft beschäftige. Aber ich glaube, das ist nicht so schwer zu verstehen, denn wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann ist ja nicht die Frage, welche Cäsar in welchem Jahr regiert hat. Das interessiert ja niemanden, sondern was wirklich wichtig ist, was sind die Strukturen einer Zeit? Was hat diese Zeit angetrieben? Was hat sie ernährt? Was haben die Menschen gedacht? Und wie hat das mit uns zu tun? Das ist, also ich glaube, wir beschäftigen uns mit Geschichte nur, weil wir eigentlich über uns was wissen wollen, wie wir zu denen geworden sind, die wir sind. Und vielleicht auch in solchen Zeiten der Unsicherheit wie heute, gibt es irgendwie andere Gesellschaften, die was Ähnliches erlebt haben und wo wir uns damit vergleichen können, wo wir einen Anhaltspunkt kriegen. Und diese Fragen kann man sich über das 16. Jahrhundert stellen, die kann man sich aber auch über das 21. Jahrhundert stellen. Es ist ja immer noch so, dass wir in einer Zeit leben, die von gewissen Strukturen angetrieben wird. Und da findet man dann, wenn man sozusagen diesen historischen Blick anlegt, das heißt nicht mehr an der Tagespolitik so arg klebt, sondern sich mal denkt, wie würde man das wohl in 100 Jahren verstehen, dann sieht man eben, dass die Klimakatastrophe unter allem unterliegend bei weitem die größte Macht ist, die unsere Zeit bestimmt und bestimmen wird. Und dann sieht man, das ist was es wert ist, dass man sich damit wirklich intensiv auseinandersetzt. All das, wovon Sie jetzt schon gesprochen hat, löst dieses Buch auch wirklich ein, finde ich. Ich habe versucht, mir einen Satz rauszupicken, um uns vielleicht jetzt alle gemeinsam quasi mitten in dieses Buch zu werfen. Philipp Blom, Sie schreiben an einer Stelle, die Unterwerfung der Natur ist in Asien geboren, in Europa groß geworden und längst eine Weltbürgerin. Könnten Sie uns diesen Satz ein bisschen ausführen und gleichzeitig noch drangehängt, warum wurde Europa so mächtig in Sachen Unterwerfung? Okay, das sind zwei faszinierende Fragen. Ich möchte sie auch in zwei Portionen beantworten.
Das Erste, warum überhaupt dieses Buch? Und das ist ganz einfach, wir haben natürlich viel zu wenig Dokumentation von anderen Kulturen, gerade oralen Kulturen und gerade Kulturen, die sehr klein sind und vielleicht längst verschwunden sind. Aber von allen Kulturen, von denen wir wissen, die weit genug verschriftlicht sind, die erst untergegangen sind, nachdem die ersten Anthropologen dort waren oder so etwas, wissen wir, dass sich eigentlich alle Kulturen als Teil eines geschlossenen Kreislaufs begreifen. Das ist auch das Wesen des Animismus. Wenn Sie Animistin oder Animist sind, dann wissen Sie, was auch immer ich tue im Leben, ich betrete den Hoheitsbereich von jemand anderem. Ich gehe in den Wald, da regieren die Geister, mit denen muss ich mich arrangieren. Ich will in See stechen, ich muss Poseidon und Opfer machen, sonst geht meine Reise nicht gut. Das heißt, Sie begreifen, es ist immer eine reziproke Situation. Ich bin immer auf dem Territorium von anderen Mächten. Und mit denen muss ich ein Einverständnis finden. Und das ist eigentlich wahr für alle Kulturen der Welt. Bis dann in Mesopotamien die Idee aufkam, und man kann darüber viel spekulieren, das möchte ich jetzt nicht tun, warum, aber dass die Natur tatsächlich beherrschbar ist. Und das Schöne ist, die allererste Geschichte, die die Menschheit aufgeschrieben hat, das Gilgamesch-Epos, handelt genau darum. Gilgamesch ist zwei Drittel Gott und ein Drittel Mensch. Das ist auch so ein Fluch, der uns die nächsten 3.000, 4.000 Jahre verfolgt, dass wir diesen Körper haben, den wir nicht loswerden können für unsere schönen Ideen. Und er will Ruhm haben, wie das damals ein Herrscher wollte. Und man bekam Ruhm, indem man einen Krieg führte. Und er zog in den Zedernforest im Libanon, das war also eine ziemlich weite Reise, und hat dort den Waldgeist erschlagen gegen den Willen der Götter und die Zedern gefällt, um Tempeltüren draus zu machen. Mit anderen Worten, er hat die Natur entzaubert und zur ökonomischen Ressource gemacht. Und dann will er den Tod selbst besiegen und scheitert daran. Aber man sieht eben schon da diese Einstellung, ich kann mir die Natur unters Knie zwingen, ich kann ihr Herr werden. Und es ist kein Zufall, dass die Bibel, also die 5 Bücher Moses, die Tora, 2000 Jahre später in Babylonien redigiert wurden, wo all diese Legenden bestanden, also zum Beispiel auch die Sintflut, die Legende von der Sintflut kommt im Gilgamesch-Epos schon vor 2000 Jahre, bevor sie Bibel wird. Und so entsteht, was man verstehen muss, glaube ich, wie eine mythologische Atombombe. Dass in dieser animistischen Welt, wo man weiß, ich bin immer vernetzt, ich bin immer in einer Situation von Geben und Nehmen, auf einmal Gott sagt, nein, Blödsinn, die Erde ist tot, das ist Staub, das ist Territorium und in klassisch patriarchaler Weise kannst du sie penetrieren, kannst du sie pflügen, kannst du sie kaufen, kannst du sie verkaufen. Die will nichts, die hat nichts zu sagen. Das war eine enorme Explosion intellektuell, die auch viele Kulturen nicht mitgemacht haben, die aber über Mesopotamien, über die Bibel dann nach Europa gekommen ist, wo auch animistische Kulturen waren und über die Christianisierung Europas diesen ganzen Kontinent ergriffen hat und durch die Jahrhunderte dann so sehr zur Selbstverständlichkeit geworden ist, einfach durch 100.000 Mal Wiederholung derselben Idee in endlos vielen Kinderköpfen, dass wir heute gar nicht mehr sehen, dass man die Welt auch anders begreifen könnte. Und das ist die lange Antwort auf Ihre erste Frage. Die zweite Frage möchte ich extrem knapp beantworten, weil sie sicherlich eine Woche von Vorträgen wert wäre. Aber die ganz einfache Frage, und das kommt ja auch aus unserer schönen Hybris, wir sind immer noch der Ansicht, wir sind die dominante Kultur der Welt gewesen, weil unsere Ideen am besten waren. Weil wir die höchst entwickelte Kultur hatten, weil unsere Ideale besondere waren. Ich glaube, aus historischer Sicht sieht das ein bisschen anders aus. Und ich habe mir nur ganz in einem Kapitel die Aufgabe gemacht, wenn man, sagen wir, um 1450 oder 1500 durch die Welt gereist wäre, um zu sehen, welche Kultur ist jetzt in der besten Situation, die Macht über andere Kontinente zu übernehmen, dann hätte man in Europa überhaupt nicht angehalten. Die größte Macht, der größte Wirtschaftsraum war China, ohne Zweifel.
Dann kam Indien. Indien wurde erst durch den Kolonialismus ruiniert und wurde von 20% der Weltwirtschaft vor dem, also im 17. Jahrhundert, zu 2% der Weltwirtschaft im 19. Jahrhundert. Man hätte sich vielleicht das Inka-Reich angesehen oder das Khmer-Reich, aber man wäre in Europa war im Prinzip immer noch die fragmentierte Landschaft des zusammengebrochenen Römischen Reiches. Ganz viele kleine Mächte, die dauernd gegeneinander Krieg führten. Und das Seltsame, mir hat gerade ein sehr kluger Freund gesagt, ein Theaterregisseur, jede Stärke, die man übermäßig benutzt, wird zur Schwäche. Und andersrum wird auch jede Schwäche, die besteht, kann zur Stärke werden. Genau diese Fragmentierung war nämlich Europas Stärke. Die großen Reiche wie China, wie das Osmanische Reich, hatten so viel Schwerkraft sozusagen nach innen. Es gab immer Rebellionen irgendwo, die niedergeschlagen werden mussten. Das hat die Logistik des Reiches schon ohnehin voll in Anspruch genommen. Die hatten keine Möglichkeit mehr, sich weit nach außen zu reproduzieren. Außerdem hatte das Osmanische Reich kaum einen Zugang zum Meer. Der einzige Ozeanhafen war Aden, sonst war alles am Mittelmeer und da muss man immer durch Gibraltar durch. Es ist also keine Unabhängigkeit, während Europa sehr viel Küstenlinie hat. Wir kommen zurück auf historische Zufälle, nicht auf bessere Kulturen. Und gerade auch das Kriegführen dauernd gegeneinander hat natürlich geheißen, dass technologischer Fortschritt und auch Fortschritt in Sachen von praktikablen Ideen in diesen europäischen Ländern ganz schlüsselhaft waren. Viel schlüsselhafter als in anderen Reichen, wo technologischer Fortschritt einfach wegen der Abwesenheit von ernstzunehmender Konkurrenz gar nicht so wichtig war. Hier musste man wirklich eine neue Art von Artillerie, eine neue, bessere Kanone war in Europa wirklich ganz wichtig. Auch übrigens eine andere Art Krieg zu führen. Noch ein allerletzter Unterschied, und das ist einfach auch der historische Zufall, und das ist so eine historische Episode, die mich fasziniert hat. Wer von Ihnen hat schon mal von den Ming-Schatzflotten gehört? Es stellt sich heraus, dass im Ming-China, da hat die kaiserliche Flotte eine gigantische Flotte gebaut mit Holzschiffen, die mehr als 60 Meter groß waren, hunderte von ihnen. Und die haben im Prinzip den gesamten Indischen Ozean kolonisiert, bis an die Küste von Ostafrika. Und haben regelmäßig da Missionen gemacht und haben Tribute eingezogen und haben Handelsmissionen gegründet und Soldaten dort gelassen. Also der ganze Bereich zwischen China und Afrika war fest in chinesischer Hand. Bis es eine politische Katastrophe im kaiserlichen Palast in Beijing gab und die Fraktion, die das Ganze gemacht hat, vorangetrieben hat, nämlich die Eunuchen, die Macht verloren haben und der Kaiser beschlossen hat, wir verbrennen diese ganze Flotte und wir gehen nie wieder weg. Und genau in dem Moment kamen die Portugiesen an, die endlich gelernt hatten, wie man so weit reisen kann. Wenn die frühen europäischen Kolonialisten in ein chinesisches Kolonialreich gekommen wären, hätten sie keine Chance gehabt. Zufällig war das gerade beendet worden, bevor die Europäer kamen. Also die Frage, warum Europa, man kann lange darüber sprechen, hat aber viel mehr mit Zufall zu tun als mit besseren Ideen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einhaken, weil es ist jetzt schon rausgekommen, Sie schreiben da, Europa florierte, weil es Kriege führen musste. Also Krieg bedeutet ja traurigerweise auch dann, oder hat damals bedeutet, auch Fortschritt und Vorteil gegenüber anderen Regionen, wie wir jetzt gehört haben. Ich werfe es jetzt einfach mal so Ihnen hin. Gilt es heute noch? Also, sicher, klar. Also die meisten technologischen Innovationen sind in irgendeiner Weise Nebenprodukte der Kriegsführung. Das ist ein bisschen bitter, aber es ist sicherlich immer noch so. Und ich meine, wie wichtig Technologien sind in der Kriegsführung und auch Mentalitäten, das sehen wir heute in der Ukraine, wo eine Armee, die sich eigentlich seit der zaristischen Zeit nicht geändert hat, die russische, die genauso grausam ist, die genauso schlecht ausgerüstet ist, die genauso sehr eigentlich nur auf Stärke in Zahlen setzt, einer sehr modernen Armee gegenübersteht, die auf trotz schlechterer Ausgangsvoraussetzungen auf einmal viel besser agiert. Ja, das sieht man immer noch. Mhm. Müssen wir die Vergangenheit besser verstehen, um uns jetzt sozusagen, Sie kommen ja, das ist zwar der schmalere Teil in Ihrem Buch, hinten raus, ja, sozusagen müssen wir uns
mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen und sie verstehen, um überhaupt zu irgendwelchen Lösungen. Es ist ja manchmal furchtbar frustrierend, wenn man zum Beispiel Panels zuhört, weil es ja tatsächlich auch viel Ratlosigkeit im Moment gibt, um zu neuen Lösungen zu kommen. Ist das es ist vielleicht nützlicher, bessere Photovoltaik zu erfinden, aber das kann ich nicht. Dies ist mein Beitrag, den ich machen kann. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man sieht, wie man diese Dinge herleiten kann. Weil wir in der Gegenwart und übrigens in jeder Gegenwart immer in dieser intellektuellen Falle der Normalität leben. Das ist eben so, das heißt, das muss so sein, das heißt, das ist auch schon immer so gewesen. Und das ist halt falsch. Wir sind in einer Situation, die sich zufällig entwickelt hat durch Dummheit und Trägheit und Glück und Pech. Und in der sind wir jetzt und diese Situation könnte auch eine andere sein. Und das finde ich persönlich intellektuell sehr befreiend, das zu begreifen. Genauso wie die Tatsache, dass wir natürlich immer in die Geschichte zurückblicken, als würden wir an einem Endpunkt stehen, von der wir aus die Landschaft der Geschichte betrachten können. Aber eigentlich sitzen wir in einer Rakete und wir haben natürlich von einem Moment zum anderen nicht denselben Betrachtungspunkt auf diese Landschaft. Wir haben keinen Ruhepunkt, weil wir natürlich nicht am Ende stehen, hoffentlich, sondern in einer Situation, die sich dynamisch weiterentwickelt. In dem Buch, das ich Ihnen ja wirklich sehr ans Herz lege, schreiben Sie ja manchmal ganz lapidar, in der Cafeteria da drüben haben Sie gesagt, Sie lehnen sich da und dort ganz schön weit raus, dass wir ja eigentlich mit einer gewissen Gelassenheit auch sozusagen sein können, weil wenn wir uns wieder als Teil der Natur verstehen, dann können wir ja einfach auch damit rechnen, dass wir aussterben werden. Ja, aber das ist ja auch ehrlich gesagt ein ganz entspannender Gedanke. Wir haben immer so diese geistige Angewohnheit zu denken, schaffen wir es noch? Können wir es noch lösen? Und dann ist mal meine Frage, was denn eigentlich? Ich meine, das himmlische Jerusalem werden wir schon nicht erreichen. Dessis Mann Ivan hat mir mal gesagt, das fand ich eine sehr kluge bulgarische Perspektive auf unsere westliche Mentalität, ihr Menschen im Westen glaubt immer, dass jedes Problem eine Lösung hat. Es ist ja kein Mathe-Problem, wo man nur die richtige Zahl rechts vom Ist-Zeichen eintragen muss. Manche Probleme lassen sich nur überleben. Und insofern schaffen wir es noch. Ich glaube, wenn wir es überleben, dann haben wir es bereits geschafft. Aber was ich eine faszinierende Bewegung finde, ist zu sehen, ich habe Ihnen so skizziert, diese animistische Mentalität und dann diese Atombombe, die da reinschlägt. Und eigentlich kommen wir zurück in eine Zeit des neuen Animismus, eines wissenschaftlichen Animismus, nämlich des Begreifens unserer eigenen Verstrickung und unserer eigenen Vernetztheit. Des Begreifens, dass die Intuition des Animismus überhaupt nicht falsch war, nämlich zu sehen, ich bin immer in einer Situation des Aushandelnmüssens mit anderen Kräften, wo ich stehe und was ich tue. Die Bildsprache ist vielleicht nicht mehr unsere Bildsprache. Wir reden nicht mehr von Dämonen und Ahnen und Göttinnen. Aber die Faktenlage wird genauso, und zwar inzwischen seit mehr als 100 Jahren von der Wissenschaft jetzt beschrieben. Wir wissen seit der Quantenphysik und seit der Relativitätstheorie, dass es keinen Sinn hat, Einzelfänomene zu beschreiben. Dass man sie immer nur im Kontext ihres Systems überhaupt beschreiben kann. Und wir wissen das heute von der Naturwissenschaft immer mehr, dass die Naturwissenschaft immer mehr dazu kommt, Systeme und Symbiosen und Zusammenwirkungen zu beschreiben. Und eben nicht nur, also das Beispiel, was ich in dem Buch gebe, dass ein Wald eben nicht nur 10 Millionen Bäume ist und wenn man versteht, wie ein Baum funktioniert und das multipliziert, weiß man, wie ein Wald geht, sondern dass man dann auch überhaupt nicht begriffen hat, die Symbiose zwischen verschiedensten Spezies, die diesen Wald überhaupt erlauben zu leben. Und das heißt, das Bild, was wir haben von uns, hier in der Akademie, an der Fassade kann man es sehr schön sehen, diese Marmorskulpturen, diese nach außen abgeschlossenen Körper, die souverän und rational in die Welt blicken. Dieses Bild, was aus der Religion kommt, was von der Aufklärung sozusagen säkularisiert wurde, denn da wieder wird ja das Bild, in der zumindest der dominanten Aufklärung, wird ja wieder das Bild wiederholt. Wir stehen außerhalb und über der Natur und wir sind da, um jetzt durch die Wissenschaft die Natur zu beherrschen.
Also die Dynamik ändert sich sozusagen nicht. Aber heute lernen wir durch wissenschaftliche Erkenntnisse immer stärker, wir sind überhaupt nicht die Kreaturen, für die wir uns gehalten haben. Wir sind selbst Symbiosen, wir haben mehr nichtmenschliche als menschliche lebende Zellen in uns, sonst würden wir nicht leben können. Die bestimmen, die helfen uns nicht nur ein bisschen beim Verdauen, die bestimmen, wie intelligent wir sind, wie gestimmt wir sind, was für Krankheiten wir bekommen. Die sind wir. Wir sind symbiotische Wesen. Wir sind vernetzte und verstrickte Wesen und nur so können wir uns verstehen. Und das kratzt natürlich am Selbstbild fürchterlich, weil wir dieses Selbstbild des rationalen, souveränen Individuums haben. Und das heißt, und das ist die Frage, in die man, ich glaube, ein bisschen stürzt, wenn man dieses Buch liest und die, in die ich auch gestürzt bin, ganz einfach die Frage, wenn wir nicht die Herren der Schöpfung sind, wer sind wir eigentlich dann? Da schließe ich jetzt gleich eine ganz andere Frage nochmal an, weil Sie gerade sagen, die Herren der Schöpfung, also... Auch bewusst gewählt, ja. Das ist mir schon ganz klar. Gendern war eben in diesem Buch kaum notwendig. Ich bin da immer ganz streng, weil ich das auch bei uns in der Zeitung versuche. Braucht es Frauen, um die Krise zu bewältigen? Oder? Erstens ja. Zweitens ein kleines Wort der Rechtfertigung. Es sind wirklich kaum Frauen in diesem Buch, aber das ist eine Geschichte, die durch Männer erzählt wird. Und ich kenne keine Autorin, die, also bis auf Autorinnen im frühen 20. Jahrhundert, das ist eine Zeit, die in diesem Buch nicht wirklich vorkommt, aber es gibt in der griechischen Philosophie, in der Renaissance-Philosophie, in der Aufklärung wenig Frauen, die sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, aus Gründen, die wir alle kennen oder deren Schriften überlebt haben. Aber dies ist tatsächlich eine Geschichte, die durch Männer erzählt wird. Und es ist eine Geschichte einer verzerrten Männlichkeit auch. Und das ist ganz wichtig an dieser Geschichte. Denn was heißt, macht euch die Erde untertan in einem Kontext der Spätantike? Und das ist ganz wichtig. Wir kennen die Auswirkungen dieses Satzes nach der industriellen Revolution. Das heißt, nach der technologischen Macht tatsächlich natürliche Systeme zu verändern mit Hilfe von fossilen Brennstoffen. In der Antike gab es das nicht. In der Antike war das die einzige Weise, wie man die Natur beherrschen konnte, Gilgamesch, die eigene Natur beherrschen, das Irdische an sich selbst. Die christliche Idee, du musst deine Triebe beherrschen, du musst deine Lust unterdrücken, du musst deine Irrationalität kontrollieren lernen, um deine Seele zu befreien, deine ewige Seele. Das ist also schon, Freud sagt, du musst eine Polizeikaserne in deinem Inneren bauen, sagt das eigentlich. Aber dann gibt es noch einen weiteren Trick und der ist ganz entscheidend, nämlich dass diese Herrschaftslogik, die entsteht, die immer in Herrschern und Beherrschten denkt, die fragt dann natürlich irgendwann, wenn alles, was ich mir unterwerfen darf, die Natur ist, oder wenn ich mir alles unterwerfen darf, was Natur ist, dann wird das Spiel auf einmal, was ist eigentlich Natur? Und dann erkennen Männer ganz schnell, auch schon in der Spätantike, das fängt mit Augustinus an, Frauen sind näher an der Natur. Denn sie menstruieren und sie gebären. Und deswegen müssen Männer sie beherrschen. Klar, muss ja sein. Sind sie noch kleiner. Ja, genau. Und haben die netten kindlichen Stimmen, sind noch nicht so weit und so weiter. Also näher an der Natur muss vom Mann beherrscht werden. Menschen anderer Hautfarben sind offensichtlich auch näher an der Natur, weil sie den Tieren ähnlicher sind. Das heißt, müssen sie auch beherrscht werden. Und dieses Spiel, das ich definiere, was nah an der Natur ist und was ich deswegen beherrschen darf, das wird ganz wichtig. Und dabei möchte ich noch was anknüpfen, was mir in diesem Buch untergekommen ist, was, glaube ich, tatsächlich eine ganz relativ wichtige Idee ist. Andere Kulturen haben wenig Probleme mit Gewalt. Also es gibt im 9. Gesang von der Odyssee eine wunderbare Stelle, wo Odysseus einem Freund klar machen will, was für ein anständiger Kerl er ist und dass er es ungerecht findet, dass die Götter immer noch hinter ihm her sind und ihn nicht nach Hause zurückkehren lassen. Und er sagt, ich bin mit meinen Kumpanen an dieser kleinen Stadt vorbeigesegelt und wir haben sie eingenommen und wir haben alle Männer erwürgt und alle Frauen unter uns aufgeteilt und ich habe mir nicht mehr Frauen genommen als meine Kumpanen. Was für ein anständiger Kerl ich bin. In der Antike ist die Gewalt an sich kein Problem. Exzessive Gewalt, ja, die wird theoretisiert, aber Gewalt an sich, das ist einfach Schicksal. Wenn Sie gewinnen, haben Sie das Recht, wenn Sie verlieren, müssen Sie das erleiden.
Und jetzt kommen wir ins christliche Europa und in Gesellschaften, die genauso gewalttätig sind wie alle anderen Gesellschaften um sie herum. Genauso gewalttätig unterdrücken, genauso gewalttätig bestrafen, genauso gewalttätig Krieg führen. Und das alles im Namen eines liebenden und allbarmherzigen Gottes. Und da wird's schwierig. Und da braucht man auf einmal eine riesige Schicht und Kaste von Philosophen, Theologen, Historikern, Künstlern, die einem diese kognitive Dissonanz für jede Generation immer wieder zurechtbiegen müssen. Denn gewaltsame Unterdrückung im Namen eines allbarmherzigen Gottes ist schwierig und dann kriegt Europa auch noch die Religionskriege und Christen schlagen Christen den Schädel ein im Namen des liebenden Gottes. Und wir sind immer noch sehr stark in dieser Dynamik, dass wir eine wunderbare, dicke Schicht von Interpreten in unserer Gesellschaft haben, die uns sagen, warum wir das Richtige machen, warum wir Recht haben, warum wir moralisch im Recht sind anderen gegenüber. Und ich glaube, auch das ist ein Erbe, was es wert ist, sich das anzusehen. Ich hüpfe jetzt noch. Hüpfen Sie. Ich hüpfe jetzt noch ganz woanders. Na, ganz woanders gar nicht, weil es irgendwie eine ganz homogene Geschichte ist. Es gibt diesen einen Punkt, wo Sie, das ist eigentlich sehr simpel, aber wahnsinnig interessant, also Sie schreiben dann, es ist irgendwann nicht mehr ist die Natur die Bedrohung, sondern der Mensch wird die Bedrohung. Können Sie ein bisschen ausführen, wann das greifbar wurde? Weil Sie auch, also wir haben jetzt Kirchengeschichte, Aufklärung, wann kommt dieser Punkt, wo sich das gewissermaßen umkehrt? Naja, die Geschichte, und das kann man sehr schön zeigen. Ich möchte ja, das sind keine historischen Hypothesen, keine originellen Ideen, das sind ich glaube schon objektive historische Strömungen. Also wann sich die Geschichte so dramatisch wendet, kann man wirklich ziemlich genau festmachen, das ist um 1960. Und das hängt zusammen mit dem Gebrauch an fossilen Brennstoffen. Und um 1960 gibt es eine historische Beschleunigung sondergleichen, wo man sieht, dass es gibt so eine Fieberkurve der NASA, die sehr schön ist, das CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Und da sieht man, also über 800.000 Jahre gibt es pro Jahrhunderttausend etwa eine Eiszeit und eine Warmzeit. Und das schlängelt sich so hin und dann kommt 1960 und wir sind hier. Der Hockeystick. Oder? Der Hockeystick, ja. Und wir sind die Bedrohung geworden, ganz einfach, weil wir mit dieser bronzezeitlichen Idee im Kopf, dass wir der Chef von Science sind, auf einmal viel zu große Spielzeuge in die Hand bekommen haben. Nämlich Technologien, die durch fossile Brennstoffe einfach Arbeit so effizient ersetzt haben, dass ein Mensch die Arbeit von 1000 Menschen machen konnte und deswegen sich unser Wohlstand so enorm gesteigert hat. Die Produktion von Zeug, also von Plastik und anderem. Der Fleischkonsum, wussten wir, dass wir im Moment 88 Milliarden Tiere pro Jahr schlachten? Und all diese Dinge sind in derselben Kurve ab 1960, gehen exponentiell in die Höhe. Und übrigens auch, und jetzt wird es kompliziert und deswegen auch interessant, die Dichte kultureller Institutionen, die Dichte neuer Erfindungen, die Dichte von Romanen, die publiziert werden. Das heißt, auch das, was wir schön finden, gehört natürlich in diesen gigantischen Hockeystick hinein. Und das ist ja auch eigentlich unser Problem, dass wir sozusagen an den Nebenwirkungen dieses gigantischen historischen Erfolgs beginnen zu ersticken. Und das wäre auch meine Antwort auf solche Autoren wie Steven Pinker, die darauf hinweisen, dass alles eigentlich in der Welt immer besser wird. Und er hat recht, vollkommen. Also all seine Statistiken, die würde ich jetzt nicht bestreiten wollen, dass mehr Mädchen in die Schule gehen können, dass es weniger Femizide gibt, dass es weniger Tote bei Kriegen gibt, etc. etc. Alles richtig. Man kann sich drum streiten, ob man jetzt das in absoluten oder relativen Zahlen sehen sollte. Aber es ist alles um den Preis unserer Überlebensgrundlage. All dieser Fortschritt. All der Fortschritt von Frauenrechten bis Schwulenrechten etc. ist möglich gewesen, weil wir in reichen Gesellschaften gelebt haben. Arme Gesellschaften haben sich das noch nie geleistet in dieser Weise. All das ist auch ein Baby des Erdölbooms. Und das heißt, die große Herausforderung ist eben nicht nur, das böse Erdöl abzuschalten
und jetzt tugendhaft zu werden. Sondern die Herausforderung ist viel komplizierter. Wir müssen nämlich ganz genau auseinanderklätzeln, was sind die Dinge, die unser Leben positiv transformiert haben und die wir behalten wollen? Und können wir die lösen von der Grundlage der Naturzerstörung, die sie überhaupt erst möglich gemacht haben? Und das ist eine riesige Herausforderung. Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass also wir beide sind ungefähr der gleiche Jahrgang und dass das schon erstaunlich ist, dass dieser Club of Rome-Bericht eben 1972, der ist ein bisschen jünger als wir, aber dass da eigentlich seit dieser Zeit, kann man sagen, einfach nichts passiert ist oder dass diese Warnungen irgendwie überhaupt nicht ernst genommen wurden. Die Salzburger Festspielrede, die ich schon eingangs erwähnt habe, die war ganz heftig, aber würden Sie sagen, dass wir uns in irgendeiner Weise noch mit einer Schuldfrage beschäftigen müssen? Ich finde das eine uninteressante Frage, die Schuldfrage. Genauso wie die Weltbevölkerungsfrage. Ja, es gibt so viele von uns, aber wen wollen Sie zuerst abschaffen? Also ja, das ist zwar so, aber die Frage, ob wir das jetzt schuldhaft gemacht haben, ich glaube das gar nicht so. Wir haben gelebt, wie man halt lebt in unseren Gesellschaften und das war halt nicht gut, weil wir natürliche Systeme verändert haben. Das als Schuld zu konstruieren, ehrlich gesagt, schafft immer Abwehrhaltungen, rhetorisch, und ist deswegen schon eine ganz schlechte Verhandlungsposition. Aber es bringt auch nichts. Wir wollen ja auch nicht bessere Menschen werden, wir wollen nur aufhören, uns selbst umzubringen. Und deswegen müssen wir einfach aufhören, natürliche Systeme so zu verändern, dass sie für uns unwirtlicher werden und auch für andere Organismen. Ich würde das nicht moralisieren als Frage. Ich würde das einfach als Wissenschaft, naturwissenschaftliche Frage hinstellen. Mhm. Wenn wir zu sehr an diesen Schrauben drehen, dann ersticken wir. Das ist blöd. Eine Schlussthese oder sozusagen, wo man natürlicherweise hinkommt, und ich führe uns jetzt auch quasi ins Hier und Jetzt, bevor wir dann in die Fragerunde hoffentlich gehen. Sie sagen, mit der Erfindung Internet und Mobiltelefon stellt sich diese Frage der Unterwerfung der Natur noch einmal ganz neu. Ja? Weil, und das finde ich eine ganz schöne Formulierung, diese Unterwerfung der Natur eigentlich jetzt zu einer Selbstunterwerfung. Also hier ist mein Handy und ihr ist es auch wahrscheinlich. Ist sie auch schon immer gewesen, das ist das Interessante. Ah. Ich meine, in der christlichen Rhetorik ging es darum, sich selbst zu unterwerfen und sich selbst zu kontrollieren. Das stimmt. Aber ich glaube, was die digitale Revolution tut, ist, sie bedroht, die Frage von Gilgamesch zu beantworten. Denn sie droht, sozusagen Geister herzustellen, die nicht mehr zwei Drittel Gott und ein Drittel Mensch sind, sondern nur noch Gott. Die den irrationalen, körperlichen, instinktiven Teil einfach nicht mehr haben, sondern nur noch logisch und effizient funktionieren. Oder meinetwegen durch Fuzzy Logic und Algorithmen. Aber also künstliche Intelligenz könnte uns Menschen einfach redundant werden lassen, weil wir schrecklich ineffizient sind. Und an dieser Schwelle stehen wir. Und es ist natürlich lustig zu sehen, dass schon die erste Geschichte der Menschheit eigentlich diese Möglichkeit mit eingeschlossen hat, nämlich den Menschen, der sich von seinem irdischen Teil trennen und er selbst erlösen will. Jetzt stellt sich die Erlösung anders dar. Und ich meine, ich habe auch so ein Ding in der Tasche und ich benutze das auch oft. Aber ich glaube, wir sind ganz ernsthaft nicht imstande, noch zu begreifen, wie uns das verändert. Sie kennen diese Statistiken besser, wie lange Menschen online sind jeden Tag und wie lange sie mit ihren Screens interagieren. Also online ist meistens so 10 Stunden pro Tag und direkte Interaktion sehr oft 4 Stunden. Wenn ich 4 Stunden pro Tag Klavier übe, dann werde ich ein ziemlich guter Pianist. Aber dann verändert sich auch was in meinem Gehirn. Neue kleine Synapsen entstehen. Und das passiert auch jetzt mit uns. Und wir müssen nur wissen, der Unterschied zu einem Klavier und einem iPhone ist, das Klavier ist von Leuten gemacht worden, die sich für Klang interessiert haben. Das iPhone ist von Psychologinnen und Psychologen gemacht worden nach langen Versuchsreihen, um uns abhängig zu machen und um unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit dauernd zu fordern. Und hat dafür sehr effiziente Mechanismen entwickelt, um das dauernd wieder zu tun. Und das führt zum Beispiel, und da sind wir bei einer großen Zeitung auch direkt da,
Das führt zum Beispiel auch dazu, dass wir uns nicht mehr über dieselbe Land unterhalten in einer Demokratie, weil wir alle unsere Informationen aus verschiedenen Kanälen bekommen. Vor 50 Jahren, da war das ZIP oder die Tagesschau vielleicht nicht jede Nacht eine Sternstunde des Journalismus, aber es ging schon darum, dass man relativ überprüfbar, relativ stabile Fakten bemüht und dann unterschiedliche Gesichtspunkte zu Wort kommen lässt. Und beim nächsten Tag an der Arbeit haben sich die Leute mit unterschiedlichen Einstellungen über dieselben Tatsachen unterhalten. Das ist heute nicht mehr möglich. Und ich glaube, wir haben noch keine demokratische Antwort darauf gefunden, dass dieser Diskurs einfach zusammengebrochen ist. Ihr Kollege Daniel Kielmann, der ja auch sozusagen beim Humanities Festival zu Gast war, der hat ja in einem Interview im Standard mit mir überhaupt gesagt, dass die Algorithmen bei den sozialen Medien als ganz konkrete Maßnahmen sollten eigentlich verboten werden, so als Maßnahme gegen eben die Verunsicherung. So, ich finde das einen ganz guten Punkt, dass wir vielleicht ins Publikum gehen. Da sind Kolleginnen, wären bereit, ich weiß nicht, gäbe es schon irgendeine Frage, die sich für Sie ergeben hat? Will jemand? Ich habe eine Frage zur Technologie. Das heißt ja, dass Technologien immer die Menschheit auch verändern, der Buchdruck etc., dass das sehr lange Zeitspannen sind, dass man das immer erst im Rückblick machen kann, also jetzt Sie als Historiker, wenn Sie das Internet anschauen, ist das vergleichbar mit dem Buchdruck? Das ist die eine Frage. Und die andere, war es immer so, dass diese Wissenswelten so segregiert waren? Ich denke, kein Techniker bei Google wird sich überlegen, welche Auswirkungen ein Algorithmus, den er schreibt, hat. War das immer schon so oder ist das durch dieses unfassbare Internet und diese Massen an Informationen so geworden? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen nicht wirklich befriedigend beantworten kann. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, erstens, wie viel durchdringender diese Technologien sind in unserem täglichen Leben, in jeder kleinen Verrichtung, die wir machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und das andere ist auch die Beschleunigung der Geschichte, die damit einhergeht. Also, wenn man sich überlegt, wie viel sich technologisch geändert hat im Leben von Menschen über die Jahrhunderte und man sieht, wie unglaublich viel schneller das wird. Es gibt ganze Zeiten, wo man jahrhundertelang leben konnte, ohne dass sich in der Technologie des Alltags irgendwas geändert hätte. Heute haben wir alle in unserer einen Lebenszeit, die alten Leute würden sich noch erinnern an den Anfang der Elektrifizierung in Österreich, in den ländlichen Gegenden. Und heute sind wir beim Internet und bei künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das überfordert einfach auch unser Verständnis, dass diese Veränderungen so schnell gehen und dass wir uns gar nicht an diese neuen technologischen Plattformen wirklich gewöhnen können und sie lernen können zu gebrauchen in ihren Potenzialen, dann ist schon das Nächste und das Übernächste da. Ich glaube, wir sind einfach in dieser Situation im Moment total überfordert und dazu trägt die Technologie sicherlich in unserem Leben mehr dazu bei, das noch schlimmer zu machen. Im Übrigen ist ganz gut bekannt, dass die von vielen dieser Leute, die über die letzten Jahrzehnte diese Algorithmen geschrieben haben, sagen wir, in vielen Kontexten als Autisten beschrieben wurden und dass autistische junge Männer besonders sich enthusiastisch darauf geworfen haben, Männer wie zum Beispiel Mark Zuckerberg. Und die sehen auch oft das Problem gar nicht, dass diese Technologien in bestimmter Vernetztheit ganz anders werden könnten. Also ich glaube, wir haben noch gar nicht begriffen, was da eigentlich angefangen hat mit diesen Technologien. Und wir haben leider auch nicht die Zeit, es zu begreifen. Bitte sehr. Also ich möchte zuerst vielmals danken für den Vortrag, weil es sind Gedanken, die mich selbst auch schon sehr lang umtreiben und großartig. Aber ich möchte eigentlich fragen, wie
was mich eigentlich traurig macht und sehr beschäftigt, ist dieser immer größer werdende Graben zwischen dem, was wir wissen und dem, was uns nicht möglich ist oder was wir nicht tun. Und ich meine, da gibt es natürlich jetzt eine Menge Argumente sozusagen wie Kapitalismus und. Also vieles könnte man anführen. Und mir scheint, wir brauchen Motivationen. Ich meine, es ist eben, wie Sie richtig gesagt haben, seit den Grenzen des Wachstums sehr wenig geschehen. In der anderen Richtung laufen uns die Dinge davon. Und ich denke jetzt zur Motivation, ob Sie das für richtig halten. Ich glaube, wir müssten sozusagen viel mehr über den Speziesismus hinausdenken. Vielleicht gelingt es uns, so etwas wie eine Gemeinschaft der Lebewesen zu bilden, mit all unseren emotionalen und auch empathischen Fähigkeiten. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was Sie da sagen. Das wäre für mich sozusagen der Vorschlag jetzt, aber es gäbe so vieles noch zu sagen. Na, ich meine, ich möchte daran eigentlich an diese Beobachtung nur ganz kurz was anknüpfen. Und das ist, die Wissenschaften, also ich bin ein Fan von Bruno Latour und Bruno Latour hat als Wissenschaftssoziologe angefangen und hat uns gezeigt, wie sehr wir die Konstruktion unserer Wissenschaft in die beobachtete Natur tragen, in die Systeme, die wir beobachten. Und das war zum Beispiel auch so kleine Geschichte am Rande mit der menschlichen Fortpflanzung, mit der tierischen Fortpflanzung. Also Zoologen wurden ins Feld geschickt, um das zu beobachten und sie haben halt bei jeder Paarung einen Strich gemacht und wenn sie irgendwas anderes gesehen haben, haben sie gesagt, das ist nicht typisch, das notiere ich nicht. Bis zu Jane Goodall, die nicht auf einer Universität war und die ins Feld ging und fand, die machen alles Mögliche sexuell, diese Tiere, die sie da sieht, die paaren sich nicht nur für Fortpflanzung. Und heute wissen wir, dass es bei anderen Tieren jede Art von sexuellem Verhalten gibt, also von Masturbation über Monogamie, über Orgien, über Homosexualität. Nur eine ist dem Menschen vorbehalten, eine sexuelle Verhaltensweise. Das kein anderes Tier zeigt dir, das ist das freiwillige Zölibat. was aber wichtig ist an dieser Geschichte, das ist, dass wir gezwungen sind zu begreifen mit den natürlichen Beobachtungen, die wir jetzt machen, dass Tiere ganz anders sind, andere Tiere ganz anders sind, als wir dachten, viel komplexer sind, als wir dachten und dass sie selbstverständlich Gefühle haben, Erinnerung haben, also dass einige von ihnen und die unendlich viel komplexer sind, als wir uns das erlaubt haben. Ich schreibe in diesem Buch über René Descartes und seinen Hund, weil Descartes der Vater der Idee, dass Tiere keinerlei Gefühle haben, keinerlei Persönlichkeit, hatte einen Hund, den er sehr geliebt hat und mit dem er zusammen gelebt hat. Das heißt, einfach die kognitive Dissonanz, die in diesem Kopf geherrscht haben muss. Denn auf der einen Seite hat man da einen Freund mit Fell und auf der anderen Seite sagt man, das sind alles blöde Maschinen. Und er war auch zum Beispiel bei der Vivisektion von Hunden dabei und hat das noch pochende Herz des Tieres in der Hand gehalten und sich gedacht, ah, wie interessant, weil es ja nur eine Maschine war. Was ich aber sagen will damit, die Trennung zwischen Menschen und anderen Tieren bricht immer mehr zusammen. Wir lernen, wie sozial komplex andere Tiere denken. Ich habe einen Hund gehabt, der konnte lügen, der hat sicherlich in einem moralischen Universum gelebt. Also natürlich sind andere Tiere uns unglaublich viel ähnlicher. Und damit bricht eben auch die Trennung zwischen dem souveränen Menschen und der Natur auseinander. Und wenn diese anderen Tiere uns so viel ähnlicher sind, wenn wir merken, dass wir dasselbe wollen im Leben, unsere sozialen Strategien dieselben sind, die Gesten, die wir machen, dieselben sind, wie andere Tiere das auch tun, dann wird es wesentlich schwieriger, sie zu objektifizieren. Und das ist natürlich auch im Moment in einer Welt, die immer noch enorm von Tierleid lebt, etwas, was sich sehr langsam nur durchsetzt. Wie gesagt, 88 Milliarden Tiere. In den USA verenden allein 20 Millionen Tiere auf dem Weg zum Schlachthof. Das sind Kategorien, die einfach nur noch organisierter Wahnsinn sind, die aber nur aufrechterhalten werden können, wenn wir weiter über uns denken als Wesen, die außerhalb der Natur stehen. Da war, glaube ich, noch eine Frage. Ja, bitte. Vielen Dank. Ich habe auch irgendwie zum Thema kognitive Dissonanzen zu diesem Thema eine Frage. Und zwar ist es ja einerseits die Tatsache, wie Sie beschreiben, dass die Unterwerfung der Natur passiert. Andererseits sehe ich da irgendwo eine Dissonanz insofern, dass ja
Natur ständig als Autorität eingerufen wird. Also die Naturalisierung von Zuständen sagte irgendwie, das ist eine geschichtliche Notwendigkeit, das macht Thomas Piketty in seinem Buch, das macht Steven Pinker, das macht Harari, das machen Rassisten, die Schädel vermessen. Die Aufklärungsphilosophen haben sich immer darüber gefragt, was ist die menschliche Natur, weil das ist dann die Notwendigkeit. Also einerseits unterwirft man die Natur, andererseits unterwirft die Natur einen dadurch, dass sie notwendig ist. Ne? Und natürlich suchen wir uns aus, was die Natur ist, also als Menschen in sozialen Kontexten, aber also sozialisierte Natur, also was wir uns aussuchen, aber gleichzeitig ist eine Dissonanz zwischen Unterwerfung und Autorität. Ja, sicher. Kommentar dazu. Ich glaube, das ist eine schöne und schizophrene Rhetorik, dass wir natürlich auch immer sagen, das ist gegen die Natur und wir müssen der Natur folgen. Ich glaube, was ich darauf antworten würde, das ist einfach auch die Gefahr, sich von der Sprache auch in Gefangen nehmen zu lassen. Denn wir leben in unserer Sprache mit dieser Trennung zwischen Natur und Kultur, eine Trennung, die es nicht in allen Sprachen gibt. Aber wenn es für etwas Worte gibt, dann ist man auch sehr versucht anzunehmen, diesem Wort entspricht auch eine Realität. Das, wofür ich da ein Wort habe, das gibt es auch objektiv. Und die Antwort darauf kommt schon von ganz am Anfang dieser Geschichte, nämlich von Spinoza, der ja eigentlich sagt, wir müssen die Natur abschaffen, genauso wie die Kultur. Er nennt das Gott, weil er in diesem theologischen Kontext geschrieben hat und schreiben musste. Aber wenn er schreibt Deus sive natura, also Gott oder die Natur, dann sagt er ja nur, es gibt nichts, was sich außerhalb dieses Systems überhaupt behaupten kann. Es gibt nichts außerhalb dieses Systems. Wir sind alle Natur. Und wir können deswegen auch nur florieren. Wir können auch diese Naturkatastrophe, die wir selbst geschaffen haben, nur überleben, wenn wir lernen, innerhalb dieser natürlichen Systeme zu funktionieren. Und ich glaube übrigens, das ist eine gigantische Herausforderung, denn erstens wissen wir sehr wenig über die artgerechte Haltung von Homo sapiens. Und das ist uns ein echtes Problem. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht unterschätzen, was für ein psychologischer Preis dazu bezahlen, dass wir herunterkommen von unserem hohen Ross. Dass wir uns als Teil der Natur begreifen und übrigens als ziemlich unwichtiger Teil. Die Natur könnte nicht funktionieren ohne Pilze oder Plankton. Ohne Homo sapiens ziemlich gut. Und ich glaube, das ist auch einfach die narzisstische Kränkung, die damit einhergeht. Uns das einzugestehen und uns so neu zu verstehen, ist eigentlich enorm. Bitte sehr, noch eine Frage. Ja, wenn Sie von... Also das Konzept von wir, aus Ihrer Sicht, ist wahrscheinlich die europäische Kultur, nehme ich mal an. Ich nenne das das westliche Wohlstandswir. Ja. Eine Frage, sozusagen, Sie haben auch China genannt. China ist ja mal sozusagen unbeleckt von dieser Vorstellung der biblischen, sozusagen dieses biblischen Diktums. Wie würden Sie das einordnen, was da jetzt passiert? Ja, also es sind ja sozusagen auch andere Kulturen fähig sozusagen zu dieser zerstörerischen Dynamik. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist auch, wenn wir von wir sprechen, also Elon Musk hat die Vorstellung, er möchte sich sozusagen auf den Mars davon entfernen. Lebensstrategie schließt er nicht unbedingt alle ein. Ja? Also es gibt Vorstellungen, dass man sich einfach hier mit einer Rakete von dieser Erde entfernen kann und die Unordnung oder den Untergang zurücklässt. Ja? Also wir ist in dem Kontext ja möglicherweise auch nicht, sind ja nicht alle. Ja? Na, wir ist sehr dehnbar, da haben Sie recht. Man muss sehr, sehr, sehr damit aufpassen. Mein Wir ist immer das westliche Wohlstandswir, weil ich... wenn Sie ein Bauer sind im Peru oder im Sudan, dann können Sie an Ihrem Leben nicht wahnsinnig viel ändern. Dann haben Sie wenig Handlungsspielraum, um dieser Katastrophe zu begegnen. Wir haben mehr Handlungsspielraum. Deswegen hat es Sinn, glaube ich, mit diesem Wir umzugehen. Aber wie Sie selbst sagen, dieses Wir ist eine sehr problematische Entität, weil es ist immer die Frage, wer gehört zu uns? Und wen schließen wir damit ein und wen nehmen wir nicht auf in dieses Wir? Aber nur ganz kurz zu dem, was Sie über China sagen. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass dieses Ausbreiten der Menschheit, des Technologischen, das ist keine christliche Sache. Und wie gesagt, ich bin auch nicht interessiert am Moralisieren. Alle Kulturen haben nach Maßgabe ihrer technologischen Entwicklung natürliche Zusammenhänge zerstört.
Das hat angefangen mit der Besiedlung, also mit dem afrikanischen Exodus. Und dann haben die Menschen eigentlich immer zuerst die großen Raubtiere ausgerottet, wo sie hingekommen sind. Nahrungsmittelkonkurrenz auch ganz einfach. Und dann viele, viele Kulturen haben ihre Böden ausgelaugt und ihre Wälder abgeholzt, sodass sie dann kein Holz mehr hatten und Tiere ausgerottet, die da waren. Also das ist nichts, was einer christlichen Kultur zu eigen ist. Es ist, glaube ich, ganz einfach etwas, was einem Organismus zu eigen ist. Das ist dieselbe Dynamik, die Sie auch bei Hefe beobachten können oder bei Hasen in Australien. Sie vermehren sich halt, bis sie alles gefressen haben, was sie vor sich finden. Über die heutige politische Situation in China, also dafür müsste ich Politologe sein oder Stratege, um darüber was Sinnvolles sagen zu können. Ich finde es sehr interessant, ich habe ein bisschen über China geschrieben in diesem Buch aus einer schwierigen Position, weil ich nämlich nicht Chinesisch spreche, das heißt, ich kann nur mit Sekundär- und Tertiärquellen arbeiten. Aber es ist interessant zu sehen, natürlich die chinesische Philosophie, also gerade der Daoismus, das ist eigentlich so ein Hippie-Traum vom Umgang mit der Natur. Also du musst den Weg der Natur verstehen lernen und du musst dem Weg der Natur folgen und der Energie der Natur folgen, denn sonst kannst du nicht gut leben und nur so geht es. Aber tatsächlich haben sich chinesische Gesellschaften genauso verschwenderisch gezeigt mit natürlichen Ressourcen wie alle anderen Gesellschaften. Also es geht hier nicht darum zu zeigen, das Christentum ist böse oder die Bibel ist schlecht. Es geht sich vielmehr darum zu zeigen oder zu untersuchen, wie ein Organismus sozusagen einen evolutionären Turbo-Drive entwickelt hat, der ihm wahnsinnig genützt hat, der ihm jetzt aber nicht mehr nützt. Und das kann man philosophisch beschreiben, das kann man aber auch sehr kleinteilig beschreiben. Also nur ein Beispiel, das mich immer wieder verwirrt, ist ein Ausdruck dieses Unterwerfungsdranges ist ja auch das ökonomische Wachstum. Und das ökonomische Wachstum war die Antwort, die unsere Gesellschaften gehabt haben auf alle Probleme für die letzten ungefähr 100 Jahre. Wir haben uns herausgewachsen aus diesen Problemen. Nun muss man kein großer Mathematiker sein, um zu wissen, wenn eine Wirtschaft um 3% wächst, dann verdoppelt sie sich alle 24 Jahre. Können wir uns vorstellen, dass unsere Antwort auf die Klimakatastrophe im nächsten Vierteljahrhundert darin liegt, doppelt so viel Produkte zu machen mit doppelt so viel Rohstoffen, um doppelt so viel Schadstoffe in die Luft zu blasen oder vielleicht mit ganz tollen Technologien nur etwas mehr von einem Niveau, was jetzt schon viel zu hoch ist. Und da stoßen wir sozusagen an einen dieser faszinierenden Momente, wo man sieht, in einer Situation von, wie das Thomas Kuhn genannt hat, Paradigmenwechsel, von wo eine Geschichte zusammenbricht und eine neue noch nicht da ist, da sieht man, die alten Antworten funktionieren nicht mehr. Wirtschaftswachstum wird uns nicht mehr wohlhabender und sicherer machen, es wird uns ärmer und unsicherer machen. Und wir haben noch keine andere Lösung gefunden. Ich habe das auch ernstzunehmende Ökonomen gefragt und die sagen, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber wir wissen nicht, wie es anders gehen kann. Und wie gesagt, Demokratien kosten auch eine Menge Geld. Wir können nicht zurückkehren zu einer idyllischen Kreislaufwirtschaft, in der niemand wirklich was braucht. Die Institutionen einer Demokratie sind enorm teuer. Dass wir uns die Rechte, die Menschenrechte, die Bürgerrechte leisten können, ist die Tatsache, das Resultat davon, dass wir funktionierende Institutionen haben, funktionierendes Rechtssystem, eine funktionierende Polizei etc. Um uns das leisten zu können, brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft. Also das sind Fragen, die haben wir noch wirklich nicht entwirrt. Wir wissen nur, die Antworten von gestern, die wenden sich jetzt gegen uns. Das sind nicht mehr die Antworten von morgen. Und ich möchte Ihnen da auch sozusagen nicht so tun, als hätte ich da jetzt die geniale Lösung parat. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns alle gemeinsam der Tatsache bewusst sind, dass es da offene Fragen gibt, an denen gearbeitet werden muss. Ich weiß nicht, es gibt noch, glaube ich, gern eine Frage in der ersten Reihe, oder? Ganz schnell, weil wir befinden uns zumindest in dieser Veranstaltung noch immer in so einem mechanistischen Zeitalter und wir müssen ganz stark auf die Zeit achten. Sie haben vorher gesagt, dass Sie sich die Frage der Schuld nicht stellen, weil das nichts bringt. Stellen Sie sich manchmal die Frage, ob es Alternativen gegeben hätte
und ob man daraus etwas lernen könnte für die heutige Zeit. Also hat es vor 10.000 Jahren in Mesopotamien eine Alternative gegeben? Hat es in der Aufklärung eine Alternative gegeben oder 1960? Das ist eine ganz spannende Frage und die Antwort ist natürlich ja. Also 10.000 Jahre geht ein bisschen weit zurück, aber auch 4.000 Jahre sind ja noch lang genug. Aber es gibt einerseits, also ich meine, meine Heimat ist sozusagen die Aufklärung und da versuche ich immer wieder, mich dafür stark zu machen, müsste das eigentlich im Plural beschreiben, die Aufklärungen, denn es war so eine Landschaft von sehr diversifizierten Debatten, die auf ganz unterschiedliche auch politische Drucksysteme geändert haben. In Frankreich war es die Auflehnung gegen eine katholische Diktatur im Prinzip. In England, wo das kein Problem war, hat man sich viel mehr mit Epistemologie beschäftigt und viel mehr mit reinen philosophischen Fragen, weil der politische Kampf nicht so wichtig war. Also schon von daher ist es eine sehr unterschiedliche Landschaft. Und in dieser Landschaft gab es auch ganz unterschiedliche Positionen. Also die, die mich am meisten interessieren, sind die radikalen Materialisten der Zeit. Diderot und Lametrie und ähnliche, die ein völlig anderes Weltbild entworfen haben, die bereits davon ausgegangen sind, dass wir natürliche Organismen sind, die in vielerlei Hinsicht sehr visionär geworden sind, aber das Problem ist, Ideen bestehen ja nicht im luftleeren Raum und darüber schreibe ich ja auch immer wieder. Warum ist die Aufklärung überhaupt wichtig geworden? Weil es nach dem 17. Jahrhundert ein Bürgertum gab, das politische Macht wollte, das reich war und einflussreich war, aber keine politische Macht hatte und das eigentlich als einziges Argument haben konnte, wir sind doch alle gleich, wir sind alle gleich geboren, wir müssen auch dieselben Rechte haben. Das heißt, die Aufklärung wurde nur groß auf dem Rücken einer sozialen Bewegung, einer Protestbewegung im Prinzip und sowas ist immer wichtig, so eine soziale Energie hinter Ideen, um sie wirksam zu machen. Das Problem ist, diese soziale Energie bestimmt dann auch, welche Ideen wirksam werden. Und in der Aufklärung ist das, und ich sage das nur beispielhaft, weil ich glaube, das ist in vielen Zeiten so, das wird dann im Nachhinein sehr, sehr stark gestreamlined. Und die ganz Radikalen, die sind halt in der Philosophiegeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts rausgefallen. Die sind nicht mehr verlegt worden. Die werden als mindere Denker beschrieben. Also von Diderot sind einige Sachen erst im 20. Jahrhundert überhaupt publiziert worden. Er hat in der zweiten Hälfte oder er hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und die Aufklärung, die wir geerbt haben, nein, die lässt keine Alternativen mehr zu. Das ist die Aufklärung von Voltaire und Kant. Aber es gab Alternativen, aber die werden immer wieder aus der Geschichte rausgeschrieben. Und dann müssen Leute wie ich und andere, viele andere Historikerinnen kommen und sie immer wieder reinholen und sagen, dann passt auf, da gab es auch dies und da hat man auch so. Und das ist doch eigentlich vielleicht ein interessanterer Ansatz, um über uns heute nachzudenken, als was wir sozusagen über die offiziellen Kanäle geerbt haben. Das heißt, gab es Alternativen? Sicher. Aber ich glaube, die sozialen Dynamiken, die gehen letztendlich immer in Richtung Dominanz und Wachstum. Und die Ideen, die dafür nützlich sind, die werden auch benutzt, weil sie wunderbar sind, um das Ganze zu rechtfertigen. Und die Ideen, die dem entgegenstehen, die dafür nicht gebraucht werden können, die fallen eigentlich überall an den Rand des Weges oder werden aktiv bekämpft. Und die muss man mit viel mehr Mühe und Liebe wieder zurückfinden in der Geschichte. Also zum Beispiel, wo sind all die Atheisten des Mittelalters? Ganz einfach. Sie durften keine Bücher publizieren, deswegen wissen wir nicht mehr von ihnen. Natürlich gab es damals Menschen, die genauso über die Natur dachten. Und wir wissen überhaupt nur von ihnen, wenn ihnen der Prozess gemacht wurde, weil es dann ein Protokoll gibt, wo geschrieben steht, für welche Ideen sie da stehen. Aber also natürlich werden ganz viele Sachen aus der Geschichte rausgeschrieben und man muss der Geschichte, die man sieht, immer misstrauen, weil es natürlich immer auch eine konstruierte Geschichte ist. Lieber Philipp Blom, ich muss an dieser Stelle jetzt... Ich habe mich gerade warm geredet. Aber das ist ich glaube, das haben wir alle jetzt gespürt. Es tut mir wirklich leid, aber vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich habe mir viele Fragen sind nicht vorgekommen, aber die ich Ihnen am Schluss stellen wollte, was Hoffnung macht, ist, finde ich, auf eigenartige Weise durch viele Antworten trotzdem beantwortet worden. Vielen herzlichen Dank für diesen... Danke Ihnen und danke Ihnen. Wiederschauen.
Danke. Danke.